ist Heiligabend. Die Läden haben zu und die hektische Betriebsamkeit in der Shopping-Arena ist der Besinnung daheim gewichen. Auch wir haben in unserem letzten Weihnachtsfieber noch eine besondere Bescherung für Sie. Wir haben alle unsere Shoppinger, die seit dem 1. Dezember bei uns zu Gast waren, in ein grosses Weihnachtspaket gesteckt. Viel Vergnügen! Luca, wie viel Mal hat dich der Schmutzli verhauen? Der Schmutz hat mich jetzt einmal verwutscht. Und zwar hat meine Schwester gefunden, dass wir mal am 4-jährigen Luca einen Streich spielen und schauen, ob er Mut hat, um zu sagen, Samichlaus, du Gartenschlauch, pack das Geschenk selber aus. Ich bin dummerweise reingekommen und dann hat die Mutter das nicht so lustig gefunden und sie hat dann den Schmutzli gespielt und mir eins auf den Deckel gegeben. Jahre wieder kommen ja die Weihnachtslieder wieder. Hast du einen Favorit? Ja, es gibt einen Favorit und zwar ist es Last Christmas von Wham. Ich finde den Song so toll, ich könnte den im Prinzip auch durchs Jahr durchlassen. Es muss nicht unbedingt Weihnachten sein, um den Song zu hören, finde ich. Ich habe gerne so ein bisschen Überraschungen, zum Beispiel, wieso nicht das Weihnachtsgeschenk verstecken, auch wenn es nicht Ostern ist. Und dann sagen, such es, es ist dir. Die Mannschaft hat mir ein paar schöne Geschenke gemacht, vor allem der Cup-Sieg gegen Zürich war ein wunderschönes Geschenk. Und mit solchen Geschenken bin ich sehr zufrieden, auch wenn es nicht während der Weihnachtszeit ist. Ich habe gehört, eine Schlagzeile, die du von dir nie lesen würdest, wäre «Miss am Morgen schon zickig drauf». Hat das so geklappt in diesem Jahr bis jetzt? Fragst du mich so etwas am 11 Uhr? Morgen geht's in Ordnung! Siehst du? Doch ein bisschen zickig. Nein, ich habe das Glück, dass ich ein Morgenmensch bin. Also ich habe morgen gar kein Problem zum Aufstehen und bin eigentlich auch gut drauf. Beim Haustier hat es um den Weihnachtsbaum herum um einige Gefahren gegeben. Zum Beispiel all die Lametta-Geschichten, wo man den Christbaum schmückt damit. Wenn Christbaumkugeln aus Glas sind, runtergefallen, dann selbstverständlich Scherben am Boden. Das Christbaumwasser, das im Ständer ist, sollten die nicht trinken. Das kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Da muss man wirklich auf einiges aufpassen. Wie geht es denn an Weihnachten bei euch zu und her? Da kommt darauf an, wie viele Geschenke das wir bekommen. Also wir sagen vor der Weihnacht immer sehr explizit, sagen, was wir uns wünschen. Und wenn wir dann das Richtige bekommen, dann bleiben wir cool und machen den Weihnachtsgroove mit. Und wenn wir es falsch bekommen, dann halt nicht. Dann schlagen wir alles kurz und klein. Das war es mit unserem Weihnachtsfieber. Wir hoffen, dass Sie von Ihren Lieben das bekommen haben, was Sie sich auch gewünscht haben und mit Ihren Geschenken viel Freude gemacht haben. Wir wünschen Ihnen noch schöne weitere Festtage und ein bisschen später einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederschenken!